Seit vielen Jahren lässt mich der Gedanke nicht mehr los, wenn das größte katholische Land der Welt, wenn Brasilien kommunistisch wird, dann gute Nacht Europa. Ich habe aber nicht gewusst, dass ich einmal als Augenzeuge millimeternahe davor stehen würde. Sehen Sie, meine Damen und Herren, ich war in Südamerika, da habe ich es erlebt in Rio de Janeiro, plötzlich Revolution. Mit der letzten Taxi bin ich aus der Stadt herausgerast zwischen Maschinengewehren und Panzern und ich sah die Neger, die neben unserem Haus in Lehmlöchern vegetierten und ich dachte, die gehen dir heute Nacht an die Gurgel. Aber es kam anders. Und warum? Nun, es gibt dort drüben ein Sprichwort und das heißt, der liebe Gott ist Brasilianer. Aber ob Gott Brasilianer ist oder nicht, eines steht fest, die Revolution ist nicht aufgehoben, sie ist nur aufgeschoben. Ich werde die Angst nicht los, der Kommunismus muss kommen. Für mich ist der Kommunismus keine Partei, er ist eine Religion, er ist ein Religionsersatz und dafür bin ich als Priester zuständig. Vielleicht wird mein Vortrag heute eine Schocktherapie, in Gottes Namen, aber eine Limonadenpredigt jedenfalls möchte ich nicht halten. Denn der Priester ist ein Prophet, dem Gott eine Botschaft in die Hände gebrannt hat. Und wir leben nicht mehr in einem Plüschsofa-Jahrhundert, sondern in einem roten Jahrhundert. Ich möchte Ihnen, meine Zuhörer, zunächst eine Ouvertüre vortragen. Nicht eine schöne Ouvertüre aus dem Köchelverzeichnis oder etwa einen frommen Eröffnungschoral mit Weihrauch. Nein, ich will eine Ouvertüre auswählen, die in die Knochen geht. Die Trommeln jener Sturmbataillone, als das Blut in die Rinnsteine floss, als die Welt umgestürzt werden sollte. Das ist Feuer. Man spürt, wie das die Massen entzündet. Hier ist Begeisterung, hier ist Glut. Die Internationale wurde gesungen von Tausenden, ja von Millionen. Doch sie ist Bekenntnis zum Kommunismus. Völker, hört die Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Und die Welt brennt, sie glüht und verbrennt unter diesen Fanfaren. Hören Sie, der Kommunismus wird und muss kommen, wenn wir uns weiterhin mit einem saturierten Christentum begnügen. Das ist shocking, jawohl, shocking. Aber ich bin Priester und ich muss eine positive Antwort geben. Was ist zu tun? Die ethischen Kesselflicker reparieren die Welt nicht mehr. Auch die Panzer der NATO schaffen es nicht. Mit Panzern kann man die Ideologie der Russen nicht erschießen. Und die Surrogate einer liberalen Haute-Volée aus verwässerter Yogalehre und Buddhismus? Das ist, meine Herren, religiöser Kunsthonig. Verzeihen Sie, damit kann ich auch nichts anfangen. Und doch, es gibt etwas, das alle bejahen, das ich in Kairo sagen kann wie in Bombay, in Sao Paulo, in Bonn und in Wien. Ich möchte es Ihnen an einem Beispiel zeigen, dass man zum Beispiel einer Mutter nicht ins Gesicht schlagen darf, dass man nicht morden darf. Sehen Sie, das unterschreiben alle auf der Welt. Das aber ist es. Das gehört zu den 10 Geboten. Viele haben noch nie einen Pfarrer gehört, der darüber predigte. Sie haben es nicht in der Bibel gelesen und doch halten sie sich daran. Woher kommt das aber? Diese Gebote hat Gott allen Menschen ins Herz eintätowiert. Er hat sie gleichsam in unser Gewissen eingeätzt. Und dieses große göttliche Reichsgrundgesetz, so könnte man es nennen, ist gültig, solange es Menschen auf der Erde gibt. Darum, meine Damen und Herren, wer behauptet, dass diese 10 Gebote museumsreif sind, der wird schuld daran, dass die Welt wieder in einen dämonischen Hexensabbat verfällt. Wenn die göttlichen Gesetze nicht beachtet werden, dann sind unsere Staaten nur noch organisierte Räuberbanden. Das hat übrigens kein empfindsamer Pfarrer gesagt, sondern ein heidnischer Philosoph. Doch ich glaube, wenn wir diese göttliche Magna Carta ernst nehmen, dann können wir die ganze Welt umgestalten.
Dies und nichts anderes will Gott im Letzten von uns. Darum beginnen wir. Höre, mein Volk, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deiner ganzen Kraft. Diese Worte, die ich dir heute anbefehle, sollst du in deinem Herzen tragen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen und von ihnen sprechen, wenn du zu Hause weilst und wenn du unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ja, es ist etwas Unheimliches. Mehr als 3 Jahrtausende sind seitdem vergangen und diese Worte sind immer noch akut. Auch für uns gelten nicht nur bürgerliches Gesetzbuch und Polizeivorschriften. Unser Gesetzgeber ist der allmächtige Herrgott. Doch es gibt auch heute noch Millionen Menschen, die im tiefsten Götzendienst leben. Ich habe sie in Kalkutta gesehen und auf Hawaii, in Hongkong und in Tokio. Und was noch schlimmer ist, wir haben im eigenen Land den modernen Götzendienst unter denen, die es wissen müssten. Wenn wir uns umschauen in den Häusern der Armen und auf den vornehmsten Boulevards, so viel Aberglaube, Wahrsagerei und Spiritismus spuken in den Köpfen der Menschen. Das erste Gebot aber besagt, der allmächtige Gott hat einen absoluten Anspruch auf jeden von uns, nicht nur im Altersheim, sondern auch in jungen Jahren, nicht nur in frommen Räumen, sondern auch in den säkularisierten Bereichen. Nicht nur im Vatikanstaat, sondern auch in den Demokratien. Selbst die Länder unter kommunistischer Diktatur sind letztlich von seiner Autorität nicht ausgeklammert. Wie sieht es aber in Wirklichkeit aus? Wir haben Gott zum Exilgott gemacht. Wir haben ihn zum ethischen Erbauungsstück degradiert oder gar zu einem Bettelautomaten. Wir wagen es, ihn in einer Praterstimmung noch zu duzen. Der Herrgott ist doch in Wirklichkeit bei vielen abgelöst. Vom Öl, vom Gold, vom Dollar, vom Sexus. Was wir haben, das ist allenfalls noch ein Sonntagsherrgott. Am Sonntag habt ihr die Kerzen in der Hand, am Montag aber habt ihr oft die Satansfackel im Betrieb. Die Dorfkirchen sind zwar überfüllt, aber am Montag seid ihr feig und verkriecht euch in die katholischen Mauselöcher. Wir brauchen einen Herrgott auch für den Montag. Man hat es sich so schön zurechtgebaut. Der Herrgott steht neben dem Leben, aber er ist nicht mitten in unserer Familie, in unserem Beruf. Wer das erste Gebot ernst nimmt, braucht auch einen Herrgott für den Dienstag. Denn deine Kinokarte für den letzten berüchtigten Film, auch wenn er als besonders wertvoll bezeichnet wurde, wird wie ein Corpus Delicti in der Ewigkeit als Anklage vor dir liegen. Ebenso einige Illustrierte, die unsere Kirche angreifen und beleidigen und die wir doch mit unserem Gelde bezahlen. Was nützt euer Sonntagsherrgott, wenn er am Mittwoch ignoriert wird? Ich meine, auf dem Sportplatz, im Hallenbad, am Strand. Wir sind nicht prüde, aber wir dürfen auch da unsere christliche Haltung nicht preisgeben. Das erste Gebot gilt auch für den Donnerstag. Dass Sie zum Beispiel, Herr Doktor, im Sprechzimmer nichts tun, was Sie vor Gott nicht verantworten können. Sie werden es allerdings schwer haben bei Ihren liberalen Kollegen, wenn Sie den Mut besitzen, die Gesetze Gottes auch bei der Operation ernst zu nehmen. Und dann, wir brauchen auch einen Herrgott für den Freitag. Fordert die Kirche von uns einmal in der Woche kein Fleisch zu essen, dann fühlen wir uns bevormundet und mokieren uns. Kommen aber die Verdauungsmystiker, das Reformhaus und der Arzt, dann trinkt die gnädige Frau 8 Tage lang Möhrensaft. Ich sehe noch die Mohammedaner in Arabien vor mir, wie sie das Fasten streng beachten und die jungen Offizierskadetten in der Türkei, die 5-mal am Tage ihre liturgischen Waschungen vollziehen. Aber bei uns wird ja kaum etwas mehr gefordert. Und dann, meine Damen und Herren, wir brauchen auch einen Herrgott für den Sonnabend,
seien wir doch ehrlich, der Sonnabend ist oft schon die prostituierte Ouvertüre für den Sonntag geworden. Merken Sie, was wir haben, das ist ein Sonntagsherrgott. Aber das Leben, Rundfunk, Television, Presse, sie gehen oft ihren dämonisierten Weg. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Wenn Ihnen diese Worte zu antik und überholt vorkommen, dann will ich Ihnen das an einem Beispiel klar machen. Stellen Sie sich vor, Sie sehen ein berühmtes Bild von Michelangelo in einem schmierigen Gasthaus hängen. Merken Sie, hier ist etwas profaniert. Oder wenn man eine wunderbare Bachfuge bei einer billigen Kirmesfeier hört, dann ist jeder künstlerische Mensch empört, und das mit Recht. Aber warum sind wir nicht empört, wenn jemand aus Leichtsinn, Hass oder Zorn das Wort Herrgott Jesus Sakrament ausspricht? Gerade in den Gegenden, wo viel Weihrauch ist. Wo die meisten Kirchen sind, wird der Name Gottes am meisten geschändet. Wir sollten erschrecken vor dem Satz, der im dritten Buch Mose steht. Wer den Namen des Herrn lästert, soll des Todes sterben. Die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Übrigens, was dämonisch und satanisch ist, das verstehen wir modernen Menschen schon besser. Was aber erhaben und heilig ist, dafür haben wir weniger Antenne. Vielleicht hatten es die alten Griechen mehr und die Römer. Aber warum sollte ein Jahrhundert der Wirtschaftskapitäne und der Börsenberichte nicht mehr erkennen oder wenigstens ahnen, was es ist um die Größe und Heiligkeit Gottes? Der Herrgott hat natürlich auch das Recht, seine Hand auf heilige Dinge und auf Menschen zu legen, die ihm gehören. Wo dieses Heilige verletzt wird, da bricht die Bestie im Menschen auf. Das heilige Lästern ist etwas Furchtbares. Oder glauben Sie im Ernst, dass selbst liberale Staaten sonst Gotteslästerung und Kirchenschändung mit schweren Strafen belegen würden? Der Herrgott holt sich auch aus den Steinwüsten unserer Großstädte moderne Menschen für seinen Dienst und legt die Hand auf sie, auch wenn es unsere Teenager manchmal nicht ganz begreifen. So kam es mir jedenfalls vor, als ich letztens in Rom mit jungen Theologen ein Fußballmatch machte. Es waren übrigens hübsche, flotte Jungen, die den Talar vorablegten. Sag mir doch danach, so ein hübsches Mädchen, ist es nicht schade, dass so viele nette junge Männer nicht mehr heiraten dürfen? Sehen Sie, da haben Sie es. Mädel, hab ich gesagt, soll man dem Herrgott nur die zweite Garnitur übrig lassen? Hat er nicht ein Recht auf die Jungen und Vitalen? Oder wärt ihr zufrieden, wenn ich euch religiöse Eunuchentypen als Priester vorstellen würde? Das hat die Kleine dann besser verstanden, nämlich, dass der heilige Gott das Recht hat, aus der Welt sich Menschen zu holen, sie für seinen Dienst auszuwählen, um sie zu heiligen. Aber das Beispiel von diesem Mädchen ist doch wohl eine Ausnahme. Ich bin kein Pessimist. Ich weiß, dass es nicht nur eine Cocktailjugend gibt. Es gibt unter jungen Menschen auch heute noch religiöse Kolumbus-Naturen, die sich begeistern für die Sache Gottes. Denn das ist doch hoffentlich klar, die Welt wird nicht bewegt von Boxweltmeistern und Pin-Up-Girls. Die Welt wird von denen bewegt, die das Siegel Gottes auf der Stirn tragen, die noch das zweite Gebot fasziniert ins Leben umsetzen. Gedenke, dass du den Sabbat heiligest. 6 Tage magst du arbeiten und all deine Geschäfte verrichten. Doch der 7. Tag ist ein Ruhetag zu Ehren des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst, noch dein Sohn oder deine Tochter, noch dein Knecht oder deine Magd, noch dein Vieh, noch der Fremdling, der sich innerhalb deiner Tore aufhält. Ich war an der Zonengrenze und sah dort sonntags auf den Feldern einige Bauern arbeiten. Es war keine Notstandsarbeit. Da habe ich es am Abend auf dem Domplatz hinausgeschrien, wartet doch, bis der Kommunismus kommt. Dann könnt ihr wochentags und sonntags arbeiten, Tag und Nacht sogar. Noch habt ihr Glocken, die euch zum Gottesdienst rufen. Das könnten aber einmal Sturmglocken werden. Man kann dort nämlich sehen, wie sie drüben hinter dem Todesstreifen mit Scheinwerfern in der Nacht auf den Kolchosen arbeiten. Das haben die Zuhörer verstanden. Ja, es bleibt bestehen. Glocken sind eben mehr als ein akustisches Berieselungstheater. Sie sind der Anruf Gottes an uns,
nicht nur für einen arbeitsfreien Tag, sondern auch für unsere Bereitschaft, dem Herrgott diesen Tag zu schenken. Wir lassen uns nicht von Betriebsfunktionären einen Gestellungsbefehl zur gleitenden Arbeitswoche geben. Und wir lassen uns nicht von Sportfunktionären den Sonntag rauben. Denn ein Volk, das den Sonntag nicht mehr ehrt, ist ein Volk, das dem Satan Türen und Schleusen öffnet. Gerade wir haben es im eigenen Vaterland erlebt, dass Städte gebaut wurden mit Schornsteinen und Fördertürmen, aber ohne Kirchturm. Das Ende war der Fluch und die Vernichtung. Wie aber sieht unser Sonntag aus? Du, Vater, rede nicht so viel über Sonntagsheiligung. Wenn du dich in der Kirche unter der Orgelbühne herumdrückst, dann nimmt dir dein Sohn das nicht als Gottesdienst ab. Ich vergesse nicht das Wort aus der Bibel, verflucht sei, wer den Dienst Gottes nachlässig verrichtet. Dieses Wort verflucht sei, das ist mir in die Knochen gefahren. Ich staune, du hübscher Teenager, wie du es fertig bekommst, ohne Messbuch dort hinten zu beten, wo dich die Männer noch anboxen. Hast du nicht Angst vor dem Fluch, wenn du es wagst, so in die Kirche zu gehen? Du brauchst ein heiliges Libretto, das Textbuch der Liturgie. Seid dem Herrgott dankbar, dass uns der Sonntag noch erhalten wurde. Aber der Sonntag darf nicht nur eine fromme Draperie sein. Sind wir nicht auf dem besten Wege, den Tag des Herrn zu prostituieren, statt ihn zu heiligen? Das gilt auch für die Freizeit am Sonntag. Wir sind wirklich nicht engstirnig und muffig. Aber weder im Strandbad noch im Winterurlaub dürfen wir von der Sonne Satans gebräunt sein. Man darf auch da den Herrgott nicht ausschalten. Das gilt auch für das Fernsehen. Mutter, du musst dir wirklich bald einen Schlüssel besorgen fürs Television, wie für einen Giftkasten, damit deine Kinder an gewisse Sendungen nicht herankommen. Wenn der Sonntag daheim nichts Festliches mehr hat und wenn wir uns nur anöden, dann wird die Kneipe die Zufluchtsstätte des Ehemannes sein. Wenn die Familie am Sonntag einem hektischen Ameisenhaufen gleicht, wundern wir uns dann, wenn sich unsere Kinder auf der Straße wohler fühlen? Wir sollten die Ökonomie der Zeiteinteilung auch in der eigenen Familie fertig bekommen. Die Arbeiten, die auch in der Familie den Sonntag stören und entheiligen können, müssen vorweg erledigt werden. Denken wir daran, dass unsere Seele am Sonntag nach oben orientiert sein sollte? An den Werktagen kommen wir kaum dazu, da sind wir viel zu sehr gehetzt. Doch die ausgedehnten Vergnügungen, besonders auch am Vorabend, haben den Sonntag vielfach zu einem Ausschlaftag degradiert. Seien wir doch ehrlich, auch wir sind in Gefahr, die Gewohnheiten der modernen Massengesellschaft anzunehmen. Wenn wir jedoch verhindern wollen, dass einmal Sirenen die Glocken ablösen, dann muss jeder von uns dem Sonntag ein anderes Gesicht geben. Du sollst Vater und Mutter ehren. Bei Mark Twain, ich weiß es nicht mehr, irgendwo habe ich gelesen, mit 18 Jahren habe ich gesagt, mein Vater ist ein Trottel. Mit 28 Jahren habe ich gesagt, gar nicht so blöd, was der Vater sagt. Mit 38 Jahren habe ich gesagt, man müsste doch mal den Vater fragen. Und ich, noch 10 Jahre älter, ich würde auf Knien zu meinem Vater gehen, aber er ist tot. Schauen Sie, der Kommunismus fängt damit an, dass er die Autorität der Familie untergräbt. Und der Hitlerjunge, der seinen Vater ins KZ gebracht hat, der war eine Bestie. Aber Vater, es liegt oft auch an dir, wenn dein Junge vor dir keine Achtung mehr hat. Der Vater muss nun einmal mit dem Kopf imponieren, nicht mit dem Kehlkopf. Und wenn du als Vater aus deinem marxistischen Repertoire oder aus liberaler Einstellung die Kirche und die Priester vor deinen Kindern kritisierst, dann ist das ein Bumerang, der einmal gegen dich zurückschlagen wird. Der Vater muss Autorität haben. Autorität aber hat er nur, wenn er selbst Gott gehorcht und die Hände auch zum Gebete faltet. Es genügt nicht nur zu schuften und schwielen zu haben. Schwielen hat auch der Ochse im Stall. Mein Vater hat die Hände gefaltet. Du müsstest ein Stück priesterliche Autorität haben.
Wie wollt ihr dem Kommunismus eine Antwort geben, wenn ihr Anarchismus in euren Familien habt? Und dann das Problem der sogenannten Halbstarken. Das gibt es übrigens nicht. Es liegt meist nur an den halbschwachen Eltern. Und das ist in Deutschland jetzt der Fall. Jugend, die bei den Eltern keine Ideale erlebt, wird Gangster als Idole verehren und Autos aufbrechen. Bei den Mohammedanern habe ich gesehen, dass die Tochter die Schuhe auszieht, bevor sie zur Mutter ins Zimmer geht. Und zwar aus Ehrfurcht. Mädel, lass dir doch das sagen. Eine Mutter, die betet, ist nie unmodern, auch wenn sie weiße Haare hat. Es gibt Kinder, die über die Leichen ihrer Eltern gehen, aber auch umgekehrt. Mutter, eine Blume im Kellerloch wird gelb und geht ein, ohne Licht, ohne Sonne. Ein Kind, besonders in geschiedenen Ehen, hin- und hergerissen, erlebt das gleiche Schicksal. Jedes fünfte Kind in Deutschland muss auf einen Elternteil verzichten. Das ist doch eine Tragik. Das vierte Gebot gilt auch vom Schüler zum Lehrer. Ich habe es in Chicago erlebt, im Hof einer Berufsschule, dass die Polizei zwischen den Lederjacken auf und ab ging. Warum wohl? Weil sie in der Pause ihre Lehrer verprügeln. Das sind die Public Schools, die Simultanschulen von Amerika. Sie glaubten auch, es genüge mit Laizismus und ohne Religion zu erziehen. Nun sehen sie langsam ein, was die Private School bedeutet, wo Religion noch das Herzstück ist. Herr Lehrer, Sie sind jetzt vielleicht 50 Jahre. In der Ewigkeit werden Generationen von Kindern an Sie herantreten. Wie viele werden es sein? 1000 oder 10.000? Sie werden dich anklagen oder dir vor Gott danken, je nachdem, ob du ihnen nur Mathematik, Formeln und Vokabeln vermittelt oder sie zum Fernziel der Pädagogik, zu Gott geführt hast. Sie meinen, das geschieht nur im Religionsunterricht? Meine Herren, eine Unterprima kann man im Deutschunterricht mit Goethes Faust im Glauben durcheinanderbringen. Man kann sie in einer Physikstunde in einem Schuljahr zu Atheisten erziehen. Man kann sie aber auch in einer Turnstunde mehr zu Gott führen als in einer schlechten Religionsstunde. Sehen Sie, das meine ich. Alle Fächer müssen Persönlichkeit, religiöse Persönlichkeit ausstrahlen. Aber auch das gehört zum vierten Gebot, nämlich das Verhältnis vom Lehrling zum Meister. Du kannst dem kleinen Kerl beibringen, wie man den Hammer hält. Er wird ihn dir eines Tages an den Schädel schlagen, wenn du nicht etwas vom Kolpingsideal hast, von der Ehrfurcht des Meisters, der wie ein Vater seinen Lehrjungen erzieht. Warum ist denn vielfach das Pflichtbewusstsein geschwunden? Warum ist das viel zitierte Sozialethos gefährdet und das Arbeitsethos? Warum ist oft ein solches Chaos im Angestelltenverhältnis? Im Letzten darum, weil man mit sozialen Gesetzen und ethischen Ermahnungen ohne religiöse Verankerung keine Durchschlagskraft hat. Dieses vierte Gebot bezieht sich auch auf den Staat. Denn wir sind ja nun einmal nicht berufen, Einsiedler zu sein, sondern wir sind hineingestellt in die Gemeinschaft des Vaterlandes. Ich bin übrigens immer neidisch, wenn ich die Schweizer sehe, wie die ihr Vaterland lieben. Ist es denn nicht traurig mit uns Deutschen? Erst haben sie begeistert gesungen, Deutschland, Deutschland über alles. Und jetzt benehmen sich viele, als hieße es, Deutschland, Deutschland unter alles. Wo bleibt denn da noch die gottgewollte Vaterlandsliebe? Warum stehen wir zu Staatsmännern, die in der ganzen Welt bewundert werden, chronischen Oppositionen? Wir werden Strolche in die Politik bekommen, wenn wir unsere ehrenwerten Politiker ständig verleumden. Die sind doch auch nicht vogelfrei. Auch sie haben einen guten Namen und brauchen Anerkennung. Vergessen Sie nicht, auch Vaterlandsliebe gehört zum vierten Gebot. Und in dem Grad, wie wir vor Gott das vierte Gebot ernst nehmen, in dem Grad ist Autorität in einem Volke.
Du sollst nicht töten. Vielleicht müsste man es richtiger übersetzen, du sollst nicht morden. Es war ja im Alten Testament schon ganz klar gefordert, dass einer sein Leben verwirkt, wenn er einen anderen umgebracht hat. Immer wieder fragen mich Journalisten in der Pressekonferenz, ob ich über das Problem der Atombombe spreche. Nein, weil ich nicht in den Zungenschlag gewisser Friedensfreunde hineinkommen möchte. Ich habe auch Angst vor den Bestien, die Atomwaffen missbrauchen könnten. Wenn ich Verteidigungsminister wäre, ich würde zerbrechen an der Verantwortung. Ich verfluche den Krieg so wie du. Aber was sollen wir tun? Ich werde mich hüten, den Polizisten anzugreifen. Der hat einen Revolver, um uns vor Mördern zu schützen und vor Gangstern. Da muss er bewaffnet sein. Und der Soldat, das ist der Polizist nach außen. Das Leben ist etwas so Großartiges. Es ist ein von Gott uns gegebenes, wunderbares Geschenk. Das darf man nicht leichtsinnig opfern. Wenn mich ein Verbrecher überfällt, dann darf ich, dann muss ich mich sogar wehren. Und zwar wehren mit allen Mitteln, um das Gottesgeschenk des Lebens mir zu erhalten. Was aber für den Einzelnen gilt, das gilt auch für ein ganzes Volk. Auch ein Volk muss sich wehren, wenn es überfallen wird. Sollen unsere Jungs etwa das Vaterland mit einer Luftbüchse verteidigen oder mit einer Armbrust? Und trotzdem, ich vergesse das nie. Den jungen Bengel aus meiner Kompanie, als es damals losging im Polenfeldzug. Wir kleinen Rekruten waren noch nicht so weit, die Ungerechtigkeit gegen Polen einzusehen. Er kam vor mir an die Front. Bald darauf traf ich ihn wieder und er sagte zu mir, du, wir lagen einmal kurz in den Schützengräben. Es ging ja voran. Wir mussten Sturmangriff machen. Da drüben, am Baum, sehe ich einen jungen Polen. Ein Milchgesicht. Ich habe vorher gebetet. Aber hinter mir hat man mir gesagt, los, voran. Ich musste anlegen. Ich habe gezielt. Und ich habe ihn getroffen. Ich ging rüber. Da lag der kleine Pole, blutüberströmt und vor sich ein Gebetbuch, aufgeschlagen mit dem Bild der Mutter Gottes von Częstochowa. Ich bin zerbrochen. Ich werde damit nicht fertig, hat er gesagt. Der eine hat gebetet, der andere hat gebetet. Bengel, du warst damals 19 Jahre. Weh dem Massenmörder von Braunau, der euch verführt hat. Aber was ist zu tun? Ich sehe nur eine Möglichkeit, dass wir Offiziere haben und Soldaten, wie ich sie im Wallfahrtsort Lourdes erlebt habe, aus verschiedenen europäischen Ländern. Sie hatten den Rosenkranz in der Hand. Solche Männer werden immer voreinander Ehrfurcht haben, auch wenn sie sich feindlich gegenüberstehen. Die werden sich niemals die Handgranate ins Gesicht schleudern. Ich habe nur Angst vor Offizieren, die die 10 Gebote belächeln und darum eines Tages wieder zu Mördern werden können. Aber meine Herren, suchen wir uns doch kein Alibi und reden wir nicht so viel von Kriegswaffen. Das 5. Gebot ist auf anderen Gebieten noch viel mehr akut. Der Kalte Krieg mordet Tausende auf der Landstraße. Die Unfallziffern steigen von Jahr zu Jahr. Davon redet er nicht, der fanatische Pazifist, der Bibelzitate hervorholt und im Nachtkabarett herumsitzt. Das Morden auf der Landstraße sollte uns ebenso erschrecken wie der Gedanke an einen möglichen Krieg. Denn dieses Blutvergießen vollzieht sich unaufhaltsam, Tag für Tag. Sehen sich diese Brüder einmal an. Der alte Schlitten schafft es kaum, aber man rast mit 130. Das ist der Benzinhunne, der seine Minderwertigkeitskomplexe mit PS abreagiert. Meine Damen, Sie sollten nicht abschalten bei diesem Thema, auch Sie nicht. Tun Sie doch nicht so, als ob das nur die Autofahrer anginge. Denken Sie auch an den Mord im Mutterleib. Einige behaupten zwar, Geburtenbeschränkung sei notwendig, denn die Menschheit sei am Verhungern. Wer so etwas sagt, ist ein kleiner geistiger Zwerghahn, der sich seine Weisheit aus billigen Illustrierten holt. Ich habe mit Kapazitäten in Amerika gesprochen.
Nicht nur 3 Milliarden, sondern 12 Milliarden Menschen könnten von den Schätzen dieser Erde glücklich leben. Gott gibt genug. Du und ich, wir müssen es in die Welt hinausschreien und alles tun, um denen zu helfen, die verhungern, wo es doch gar nicht notwendig wäre. Mit Geburtenkontrolle, die das werdende Leben antastet, lässt sich das Problem nicht lösen. Ein Volk geht nicht an zu viel, es geht an zu wenig Kinder zugrunde. Du sollst nicht töten. Das 5. Gebot ist hochakut geworden. Du sollst nicht Ehe brechen. Ich höre sie schon kichern. Ich sehe sie schon grinsen bei diesem Gebot. Sie belächeln uns und halten uns so für muffig, als ob wir so einen Freud-Komplex hätten. Aber das will ich Ihnen sagen, meine Damen und Herren. Wenn Sie ein Volk ruinieren wollen, dann lächeln Sie ruhig weiter. Gott hat dieses 6. Gebot fundamental eingehämmert. Wenn die Heiligkeit der Ehe zertrampelt wird, dann ist es nicht nur ein religiöses Problem, sondern auch ein nationales Problem. Die Römer waren auch einmal stark und mächtig. Sie waren vital und gesund. Dann kamen Dolce Vita, Perversität, Knabenverführung, es kam das Schweigen und sie wurden moralisch morsch. Und die vitalen, gesunden Germanen, denken Sie, das sollten wir gewesen sein, die haben dann an den Toren gerüttelt und haben die Römer überrannt. Und dann war es aus mit ihnen in der Geschichte. Und jetzt seid ihr die Deutsche wieder Germanen. Und vor den Toren stehen die biologisch gesunden Russen. Sie müssen euch überrennen. Dieses 6. Gebot kann man nicht ausklammern, denn hier liegt der wahre Grund, warum so viele unserer Männer eine religiöse Schwindsucht haben. Sagen wir es doch einmal ganz klar, wenn der Idealismus im Sexualismus abgesoffen ist, dann bekommt man keine Antenne mehr zu Gott. Aber man soll nicht nur verdammen, man soll nicht nur anklagen, denn gerade in diesem Gebot sind es beste Menschen, die versagt haben und sich nach einem Ausweg sehnen. Doch der Ekel allein genügt nicht. Es muss auch die Sehnsucht da sein, ein geistiges Leben aufzubauen und zu einem echten Gebet zu kommen. Es braucht die Sehnsucht, wie bei diesen beiden Prostituierten in Argentinien. Wir hatten einen Vortrag und eine große Diskussion in einem riesigen Theater. Da ruft einer herein auf Spanisch. Sie reden von Dirnen. Wir sind zwei solche Dirnen. Warum machen Sie keine Gruppen auf, die uns Prostituierten heraushelfen? Neben ihr steht noch eine. Sie ist erst 16 Jahre alt. Sie ging nicht freiwillig. Der Vater hat sie aus Not dorthin gebracht. Und in der Nacht zuvor hat sie zum ersten Mal eine sexuelle Bestie vom Mann erlebt. Holt uns heraus, rief sie. Aber gebt uns zu essen, gebt uns ein Zimmer. Ich war erschüttert. Feine Frauen sind sogleich hingegangen und haben geholfen. Und draußen auf dem Asphalt, unter dem zuckenden Neonlicht von Wolkenkratzern, kniet die kleine Dirne hin. Padre, segnen Sie mich. Ja, auch dies ist eine Visitenkarte von Südamerika. Es ist doch nicht wahr, dass die Welt nur aus Gangstern und Sexualverbrechen besteht. Die Heiligen sind auch zwischen den Wolkenkratzern unserer Großstädte nicht ausgestorben. Noch gibt es Tausende von guten Ehen und saubere Freundschaften, wo sie junge Menschen in Hochachtung voreinander auf die Ehe vorbereiten. Wir sollten positiv davon sprechen. Wir Christen jedenfalls denken vom Sexuellen groß. Sex ist etwas Heiliges in den heiligen Bahnen Gottes. Haben Sie schon solche Menschen gesehen? Ich habe sie am Amazonas erlebt. Junge deutsche Ingenieure, junge Ärzte, Krankenschwestern, moralisch sauber, unverflirtet, die 3 Jahre lang ohne Lohntüte dort bei den Ärmsten arbeiten. Andererseits gibt es Millionen, deren Leben ausgelaugt ist, wo die sexuellen Staumauern zusammengebrochen sind und das ganze Land verwüstet haben. Und das wirkt sich auch im Beruf aus, in der Familie, und das zerstört auf die Dauer auch ein ganzes Volk. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib.
Ein König David hat auch gesündigt durch Ehebruch. Er tat noch Schlimmeres. Er schickte den Mann, der ihm im Wege war, durch das Wehrbezirkskommando an die Front. Er befahl, ihn ins heftigste Kampfgewühl zu stellen, damit er fiel. Der König wurde zum Mörder. Aber er hat es gut gemacht und furchtbar gesühnt. Es ist ein Adel um einen Mann, der noch sühnen kann. Wir erleben noch wunderbare Ehen, wo einem als Priester die Hand zittert, wenn man die Stola noch einmal darauf legt, auf diese Hände, nach 25, 50 und 70 Jahren, weil sie ein Leben lang sich gut waren. Andererseits darf man es nicht vergessen, dass man zu einer Ehe berufen sein muss. Aber warum sind so viele Ehen unglücklich? Lassen Sie sich das einmal an einem Beispiel klar machen. Vor ein paar Jahren hat mich ein Mädel angesprochen, ein kluges, studiertes Mädel. Sie war begeistert, ohne Schwärmerei und wollte mitkommen nach Indien. Die Mutter aber hat's verboten. Das Mädel hat dann geheiratet, einen reichen Mann. Nach 3, 4 Jahren sah ich sie wieder. Er will kein Kind, angeblich aus großer Verantwortung. Mädel, sag ich, siehst du, ekelt dich das Leben nicht an? Ja, sagt sie, ich fühle mich in der Ehe prostituiert. Er will kein Kind und ich sehne mich mit allen Fasern nach einem Kind. Siehst du, Mädel, jetzt musst du dieses träge Mannsbild, das auf einer Couch liegt, mästen. Ist das der Sinn deines Lebens? Und wenn du 45 bist, jagt er dich vielleicht wie einen räudigen Hund davon und nimmt sich eine andere. Was wärst du glücklich geworden in Kalkutta, wenn du mitgekommen wärst? Kinder hättest du trösten können, Hundert hätten dich umarmt vor Freude und Sterbenden hättest du die Hand auf die Stirn gelegt. Denn du bist voller Mütterlichkeit. Nun gingst du in eine unglückliche Ehe, für die du von Gott nicht berufen warst. Ich habe als Priester den Zölibat gewählt, das heißt die Ehelosigkeit. Ich weiß es, Millionen Frauen stehen in einem Zwangszölibat. Und trotzdem, sehen Sie, dass Hunderte und Tausende zu begeistern sind, auch in diesem Zwangszölibat. Sehen Sie, was echte Mütterlichkeit auch von unverheirateten Frauen bedeuten kann, was das für eine Kraft ist. Ich glaube an diese Kraft, denn es ist eine Kraft Gottes. Aber wir haben noch viele Frauen, die betend in ihrer Ehe den Auftrag der Bibel ernst genommen haben. Seid fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Zwei Menschen begegnen sich nicht wie zwei Tiere, die sich begatten, sondern als Mann und Frau, die Gott nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Sie sollten ihre große königliche Aufgabe erkennen, die Kinder durch ihre Liebe glücklich zu machen und ihnen den Weg in die Ewigkeit zu weisen. So haben die Eltern gleichsam ein priesterliches Amt. Nichts kann schöner sein, als dem Herrgott in der Ewigkeit ein Kind anzubieten und ihm zu sagen, ich habe es ein Leben lang behütet und will es dir, Gott, wieder zurückgeben. Du sollst nicht stehlen. Es ist nicht nur ein Thema für eine fromme Schulklasse. Es geht auch die Staatsmänner und Diktatoren an. Doch sollen wir sie verfluchen? Sie müssen sich vor Gott rechtfertigen. Aber klagen wir nicht nur die Großen an. Du und ich, wir sind auch mit dem 7. Gebot gemeint. Es fängt ganz klein an. Wenn man da nicht Acht gibt, wird das Gewissen porös und der Diebstahl wird immer größer. Fangen wir an bei der Briefmarke, die deinem Chef gehört. Rühre sie nicht an. Auch das Telefongespräch gehört hierher, das du privat führst, obwohl es der Chef nicht erlaubt. Hier fängt der Diebstahl an. Wir müssen Ehrfurcht haben, selbst vor der Stecknadel des Nächsten. Natürlich ist es auch Diebstahl, wenn ein Unternehmer die Leute ausnützt. Er kann es nicht damit gut machen, dass er später Sanatorien baut. Und die Gewerkschaft fordert, 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 aber hat sie es euch schon einmal gesagt, dass wir Diebstahl begehen, wenn wir die Arbeitszeit vertindeln und verstreuchen?
Gott hat zwar keine Roboter gewollt, aber es ist eine Sünde, wenn man anständigen Lohn bekommt und nicht anständige Arbeit dafür leistet. Es gibt leider heute noch Betriebe, da werden die Leute bis zum Herzinfarkt gejagt. Aber es gibt auch andere, da wird chronisch gefaulenzt. Beim Arbeitsbeginn kommt erst die Zeitung dran, dann werden Frühstück und Brotzeit unnötig verzögert. Und eine Stunde vor Arbeitsschluss packen sie langsam die Sachen zusammen. Die faulenzen sich ja müde, diese Brüder. Die Arbeitsmoral geht vor die Hunde. Wer sagt euch das? Keiner will euch wehtun. Und mancher baut an seinem Häuschen und kommt nicht voran. Die Löhne steigen und steigen. Er geht kaputt am Bauen und wird verschuldet, weil, ja warum? Weil Handwerker und Arbeiter oft faul geworden sind oder schlechte Arbeit leisten. Wer dann noch beim Hausbau einer kinderreichen Familie Wucher treibt, der begeht ein furchtbares Verbrechen. Vornehmste Villen stehen leer, weil die Herrschaften nur einmal im Jahr zum Sommer- oder Skiurlaub kommen. Und hunderte Familien mit Kindern, die haben eine feuchte TBC-Wohnung im Keller. Wir haben diese dunklen Kapitel im eigenen Vaterland vielleicht nie mit dem siebenten Gebot im Zusammenhang gebracht. Leider nicht. Und diese Sünden gegen das siebente Gebot, die werden in der ganzen Welt praktiziert. Auch bei den verschwenderischen Sexualkönigen und bei den Gangstern auf Regierungsthronen. Und der Kommunismus wartet und grinst, bis die Sozialverbrecher abgewirtschaftet haben. Sie fallen ihm wie eine reife Frucht in den Schoß. Aber so hochinteressant dieses siebente Gebot für die ganze Weltpolitik ist, wir sollten immer wieder zu uns selbst zurückkehren und eine Gewissenserforschung vornehmen. Wir versündigen uns alle an den Ärmsten, wenn wir Brot wegwerfen, wenn wir uns bei Miserio-Spenden losgekauft haben, vielleicht mit 10 Mark, damit sind wir nicht gerechtfertigt. Ich war in Kolumbien, in Bogota. Morgens komme ich aus dem Haus, wohltemperiert, wohlrasiert, nach einem hübschen Frühstück bei den Schwestern. Ich gehe vorbei an den Marmortreppen der Reichen, die sind blitzend weiß. Da sehe ich eine Indianerfrau mit einem Kind auf den Schultern. Sie wühlt mit beiden Händen in einer Mülltonne voll Gestank und Dreck und sie findet einen angefaulten Apfel, isst. Eine andere kommt und reißt ihn weg. Ich dachte, die ist wahnsinnig. Aber das war nicht alles. Vor dem vornehmen Flughafen, dem internationalen, da ist ein Müllabladeplatz. Ich sehe hunderte von Vögeln, Aasgeier. Ich gehe hinüber. Da stehen Scharen von Indianerkindern, halbnackt, nein, nackt waren sie, bis zu den Knöcheln in der Jauche und wühlen. Sie finden eine Büchse mit einem Rest verfaultem Fleisch und essen. In dem Augenblick stürzen sich die Aasgeier nieder und Kinder und Aasgeier raufen sich um ein Stück angefaultes Fleisch. Unheimlich wird es uns hier bei diesem siebenten Gebote zumute, dass viele von uns vielleicht zu einem Kindergartenrequisit degradiert haben. Was ist zu tun? Sehen Sie, Tausende sitzen in einer Oberprima. Vielleicht sind einige berufen, sich ein Leben lang als Priester und Sozialpioniere für die Armen einzusetzen. Oder unsere jungen Ingenieure, Handwerker und Arbeiter, vielleicht sind sie von Gott angesprochen, wenigstens einen Dreijahreseinsatz für die Mission zu leisten. Hoffentlich haben sie keine tauben Ohren für den Anruf Gottes. Aber angesprochen von Gott in irgendeiner Form ist jeder Mensch, du und ich, gerade bei diesem siebenten Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Zu einem Heiligen kam eine Frau, die sehr zungenfrech war und bekannt für Lüge und Verleumdung. Sie wollte beichten, und sie hat gebeichtet. Als Buße trug ihr der Heilige Folgendes auf. Gehe auf den Marktplatz und rupfe einem toten Huhn alle Federn ab. Sie tat es und kam zurück, und es war sehr windig. Der Heilige sagte weiter, nun geh und sammle alle Federn wieder ein. Das geht nicht, antwortete sie. Siehst du, genauso Unrecht hast du getan mit deinen Verleumdungen. Sie sind in tausend Winde verstreut, und du kannst es nicht mehr gut machen.
Vielleicht müsste man manchen Redakteuren der Nachrichtenmagazine sagen, dass sie Gott anklagen wird wegen ihrer Verleumdungen und wegen ihrer Halbwahrheiten, die im Letzten aber doch Lügen sind. Es wird Rufmord begangen. Es wird herumgewühlt im Morphium von Skandalgeschichten und verfluchten deutschen Vita-Affären. Die werden verschlungen. Je schmutziger und intimer, desto besser scheint sie zu sein. Wundern wir uns dann, wenn sich bereits bei unseren Kindern die Lüge breit macht? Wenn in der Schule schon die Lüge praktiziert wird? Man belügt sich im Geschäftsleben und das scheint fast zur Gewohnheit geworden zu sein. Man belügt sich im Beruf und fragt sich, warum das Betriebsklima vergiftet ist. Man belügt sich in der Liebe und ist erstaunt, wenn man sich nachher geistig anödet. Man belügt sich in der Ehe und wundert sich, wenn dann eines Tages dieses Doppelleben mit all den Lügen zusammenbricht. Die Lüge geht bis in die Pyramide der Staatsmänner hinauf. Dort ist sie allerdings unter dem Worte Diplomatie galafähig geworden. Haben nicht solche Lügen und Verleumdungen große Weltkriege ausgelöst? Wollen wir denn ein Volk von Lügnern und Eheverrätern und Glaubensverrätern werden? Aber ich verwünsche nicht die Finsternis. Ich möchte lieber eine Kerze anzünden. Ja, es ist schon so, wie es die Heilige Schrift sagt. Satan war der erste Lügner. Und wer lügt, ist ein Kind des Satans. Es nützt wenig, die großen Lügner und gewissenlosen Scharlatane dieser Welt anzuklagen. Viel wichtiger ist es, dass jeder von uns mit der Wahrhaftigkeit beginnt. Dann wird die Welt aufleuchten durch jene, die nicht der Lüge verfallen sind, sondern noch eine Wahrheit zu verkünden haben. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Für die Israeliten hieß es noch, du sollst nicht Verlangen tragen nach deines Nächsten Haus, nach seinem Feld, seinem Knecht, seiner Magd, seinem Ochsen, seinem Esel, überhaupt nach irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. Und für die modernen Menschen heute müsste man es etwa so übersetzen. Wer einen Volkswagen fährt, soll nicht begehren seines Nächsten Mercedes. Sehen Sie, meine Damen und Herren, wenn irgendwo die 10 Gebote die Welt verwandeln können, dann hier. Merken Sie es nicht. Alle Menschen haben Angst vor dem Krieg, selbst die Bolschewisten. Sie reden von Frieden und machen große Konferenzen, statt sich zu besinnen auf das eine Gebot, du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Dieses Gebot will von uns, dass wir uns bescheiden, dass wir nicht das soziale Tier in uns wecken lassen. Sehen Sie, der Krieg fängt schon an beim Kind, das dich tyrannisiert. Das andere hat eine Puppe, die kann laufen, die will es haben. Das nächste hat eine, die kann spucken, die will es auch haben. Und du gibst nach. Wer wagt es noch, dieses soziale Tier im Kind zu bändigen? Unsere Mütter bringen es auch nicht mehr fertig, das 10. Gebot bei der Jugend durchzusetzen. Und die moderne Vergnügungsindustrie macht die Teenager und Twens geradezu gierig. Du, Mutter, sag es deinem Kind, wenn es einmal Brot wegwirft. Wir sind damals nach dem Krieg kilometerweit gefahren, um ein paar Kartoffeln zu erbetteln. Dein großes Mädel mit 20 Jahren weiß das nicht mehr, wie wir damals gehungert haben. Du musst es ihm sagen, damit es das 10. Gebot dankbar beachtet. Und wenn es dann noch nicht begreift, dann erzähle ihm, wie unsere Kriegsgefangenen in Russland gedarbt haben. Einer von ihnen ist vor Hunger wahnsinnig geworden. Er hat gelallt mit weit geöffneten Augen und vertrockneten Lippen. Mojo Klebuschko, Mojo Klebuschko, mein Brotchen, mein Brotchen. Er küsste das karge, klitschige Stück Russenbrot und presste es an die magere Brust. Er hat gelacht, er hat geweint. Mojo Klebuschko, Mojo Klebuschko. Sagen Sie, haben nicht auch manche Gewerkschaftsfunktionäre die Habgier unrechtmäßig geweckt? Natürlich soll man für Gerechtigkeit kämpfen. Ich tue es auch. Aber alles braucht seine Zeit. Man kann nicht für den Arbeiter die 40-Stunden-Woche fordern
und kinderreiche Mütter im Haus ohne Hilfe 70 Stunden in der Woche arbeiten lassen. Und, meine Herren Politiker, Ihre Versprechen bei der Wahlpropaganda, sind sie nicht oft auch ein Verstoß gegen das 10. Gebot? Sie stacheln auf zu immer neuen Forderungen mit marxistischem oder liberalem Zungenschlag. Wundern Sie sich dann nicht, wenn Ihre Maßhaltepredigten beim Volk nicht mehr ankommen. Das soziale Tier im Menschen ist geweckt und Sie werden es nicht mehr in den Käfig zurückbringen. Wissen Sie, wie dies alles einmal aussehen wird? Die Kinder werden nicht mehr beten, unser tägliches Brot gib uns heute, sondern unseren täglichen Kuchen gib uns heute. Die Familie begnügt sich nicht mehr mit einem Auto, sie will einen Zweitwagen. Die Komfortwohnung ist noch nicht repräsentativ genug, es muss eine Luxusvilla sein. Nicht nur der Einzelne, auch das ganze Volk wird gierig. Den Deutschen genügt da nicht ihr Land mehr, sie brechen in fremde Völker ein und morden Anne Franks, wie damals, als die Gebote brutal übertreten und als alte Judenweisheit verspottet wurden. Merken Sie jetzt, dass die 10 Gebote aus dem Kinderkatechismus weltpolitische Dimensionen haben? Merken Sie, dass der Krieg nicht beim 5-Sterne-General anfängt, der morgen auf den Atomknopf drückt, sondern schon überall dort, wo die Begierde nach fremdem Gut wach ist? Dann bricht die Dschungelmoral auf. So kann auch dieses 10. Gebot meinen Privathorizont sprengen und mich in alle Ehrfurcht vor dem Schöpfer zu einer persönlichen Gewissenserforschung anregen. So kann auch ich mein Leben reformieren. Siehe, ich lege dir heute vor Leben und Glück, Tod und Unheil. Ich bin's, der dir heute gebietet, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, zu wandeln auf seinen Wegen, seine Gebote, Satzungen und Vorschriften zu halten, auf dass du lebst und dich mehrst und der Herr, dein Gott, dich segne. Das waren die 10 Gebote, das war das göttliche Grundgesetz. Nehmen Sie aus einer Kirche mit 10 Säulen eine Säule weg, und die ganze Architektur bricht ihnen zusammen. Nehmen Sie eines von diesen 10 Geboten weg und die gottgewollte Ordnung bricht auf dieser Welt zusammen. Merken Sie, es geht nicht nur mit moralischen und ethischen Anstrengungen. Eine Welt, die von Gott geschaffen ist, kann nur durch die großen göttlichen Gesetze und Gebote erhalten und konsekriert werden. Und wenn die Hölle des Atheismus, wenn der Kommunismus die 10 Gebote leugnet und die ganze Welt in Brand stecken will, dann müssen wir in unserem Leben, im privaten und öffentlichen, die 10 Gebote Gottes wie Leuchttürme errichten. Erstes Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweites Gebot. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Drittes Gebot. Gedenke, dass du den Sabbat heiligest. Viertes Gebot. Du sollst Vater und Mutter ehren. Fünftes Gebot. Du sollst nicht töten. Sechstes Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Siebtes Gebot. Du sollst nicht stehlen. Achtes Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider deine Nächsten. Neuntes Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Zehntes Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Hab und Gut.